Es möchte nicht scharf gehen. Leute, da steht der 16. Januar, ja. Was für ein Intro. Und was für ein Pornolight hier. Hello! Heute ist der 16. Januar 2021 und ich, Jasmin Olszewski, bin jetzt 28 Jahre alt. Hi! Nein, eigentlich bin ich erst um 4:45 Uhr oder so geboren. Aber ich beginne meinen Geburtstagsvlog einfach so hiermit. Und warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Wegen dieser wunderschönen Salzsteinlampe, die ich mir gegönnt habe zum Geburtstag. Ja, wow, was für ein Anfang für ein Video, oder? Ja, man merkt, dass ich schon länger nicht mehr gefilmt habe. So, hi, das ist Lilly, mein Hund, den ihr bestimmt alle schon kennt. Und was soll ich sagen? Ich habe im Lockdown Geburtstag. Juhu! Trotzdem werde ich den Abend mit einer Freundin verbringen und ich werde so viel filmen wie möglich. Habe ich beschlossen, gerade so spontan. Weil letztes Jahr habe ich nämlich gar kein Geburtstagsvideo gemacht. Und eine Geburtstagstradition von mir ist aber, dass ich alle meine YouTube Geburtstagsvideos mir immer anschaue. Und ja, da habe ich festgestellt, dass ich letztes Jahr gar keins gemacht habe. Und weil ja dieses Jahr so besonders ist, eben wegen Lockdown, muss ich das ja irgendwie festhalten, ne? Man wird ja nur einmal 28. Wow, ich sehe nicht aus wie 28. Sehe ich aus wie 28? I don't think so. Ja, wie ich so meine ganzen Geburtstagsvideos auch angeguckt habe, ist mir halt natürlich aufgefallen, wie krass sich mein Leben verändert hat, so jedes Jahr, ne? Also mit 22 habe ich mein erstes Geburtstagsvideo hier hochgeladen und es war im Prinzip auch mein erster Vlog. Ich mag dieses Wort irgendwie nicht. Ja, mein erstes Video, wo ich halt wirklich in die Kamera reingeredet habe und ich habe noch so voll viel Haha und so voll die dummen Witze einfach gemacht. Also dumme Witze mache ich immer noch, aber nicht mehr so viel Haha. Und ja, ich würde sagen, ich bin immer noch ein witziger Mensch. Aber bin auf jeden Fall selbstbewusster, logischerweise, geworden, auch durch YouTube. Und durch meinen Blog und alles und Instagram dann auch mit den Stories. Und ja, es ist irgendwie voll interessant zu sehen, wie man früher geredet hat mit der Kamera oder mit euch. Also ich gehe davon aus, dass Menschen dieses Video angucken. Ja, und wie schüchtern man halt einfach früher war. Wollte ich jetzt nochmal noch so loswerden. Und jetzt fängt mein Geburtstagsvideo richtig an. Ist bestimmt schon 5 Minuten labern oder so. I'm sorry. Hab schon lange nicht mehr mit euch geredet. Also wie ihr seht, Lili und ich sind hart am Reinfeiern. Danke, Lili. Es ist schön, dass du da bist. Und vor allem so halb auf meinem Kissen liegst. Und naja. Ich gucke jetzt noch ein paar YouTube-Videos und starte so in meinen Geburtstag rein und dann gehe ich auch schlafen, wenn dieser Hund mich in meinem Bett schlafen lässt. Schauen wir mal. Du bist so süß, oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Leute, es ist so kalt. Aber ich bin glücklich, weil ich bin zu Hause an meinem Magic Place. Ja, mein Papa ist ja umgezogen im Herbst letzten Jahres von meinem Heimatdorf weg. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Grund mehr hier zu sein. Ich habe kein, wie sagt man, Haus, in dem ich mich aufwärme.
könnte. Ja, aber ich kann trotzdem hier in der Natur sein und mich aufladen und auch nochmal verabschieden, weil ich habe festgestellt, dass ich halt irgendwie gar nicht richtig Tschüss sagen konnte zu meiner Landschaft und zu meinem Baum. Ich nenne ihn liebevoll Großmutter Weide, wie von Pocahontas, auch wenn es keine Weide ist. ja, und jetzt bin ich glücklich hier zu sein. Unser Wald, der Eingang zu unserem Wald. Man hört ganz viele Vögel. Hört sich fast an wie Frühling, finde ich. Pocahontas is at home. Oder was sagst du, Lilly? Ja, sie ist mein Waschbär. Keine Ahnung, wie oft ich schon in diesem Wald war. Sehr, sehr oft. Jedenfalls, ich habe ja 23 Jahre immerhin hier gewohnt. Also in der Nähe. Ja, es tut einfach immer wieder gut, ihn zu sehen, wie so einen alten Freund, würde ich mal sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Hier lag sogar Schnee. Den habe ich leider verpasst. Oder zum Glück, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Immerhin ist die Sonne da. Ja, Schneewald, Waldschnee, Schnee im Wald, wäre auch schön gewesen, aber bin zufrieden mit dem, was ich habe und freue mich vor allem ganz doll über die Sonne. Das ist das Wichtigste. I love you, Sun. Euch übrigens noch gar nicht erzählt, was Lilly, die alte Senior-Dame, wieder getrieben hat vorhin, nämlich ist sie wieder einfach abgehauen, so voll random. Also erst war sie die ganze Zeit neben mir oder vor mir und auf einmal war sie weg und ein Auto kam halt und ich wollte natürlich nicht, dass sie ins Auto reinrennt. Und dann sehe ich einfach nur, wie sie komplett den Berg einfach, von dem wir gerade kamen, einfach wieder hochrennt und nicht auf mich hört. Ich dachte mir das. Hä, was ist da los? Ja, dann war ich richtig angepisst auf sie. Erstmal geheult und geschrien. Und meistens bringt es nichts. Muss einfach warten, bis sie von alleine wiederkommt. Ja, das ist jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal passiert. Und deswegen haben wir sie halt immer angeleint. Oder ja, ganz, ganz selten lasse ich sie halt frei rumlaufen. Weil die einfach auf die Idee kommen, manchmal so random, nö, hab keinen Bock mehr, ich laufe jetzt einfach weg.
Unsere Runde im Wald ist fast vorbei. Und das heißt, wir machen uns wieder auf den Heimweg nach Karlsruhe. Drin. Hier motzen gerade irgendwelche Vögel. Ich bin wieder zu Hause und es war ein ziemlich langer und schöner Ausflug, Spaziergang und ja, habe sogar noch eine alte Nachbarin getroffen, ja, mit der ich ein kurzes Pläuschchen gehalten habe. Ja, das ist eine Seniorin und dementsprechend ja, Corona-bedingt, ja, ihr wisst ja, einsam oder halt, ja, schwierig, genau. Und jetzt lese ich mein Buch weiter. Das habe ich vor 2 Tagen angefangen. Lilly chillt hier so. Ich finde es immer so süß, wie sie sich so einrollt. Ja, und dann kommt schon meine Freundin. Genau. Der perfekte Tag, Geburtstag bis jetzt. Bin sehr zufrieden. Vielleicht? Ja, bin nervös. Also ich mache jetzt ein Video, ne? Wunderschön, Julia. So, meine Freundin Julia, meine Freundin Lilly, hallo. Und unser, oder mein Geburtstagessen und unser Abendessen. Ja, danke, dass du da bist. Danke.